Der Arbeitsmarkt in Deutschland geht ohne den üblichen Frühjahrsaufschwung in die Sommerpause. Die von der schwachen Konjunktur beeinflusste Flaute setzte sich auch im Juni fort. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni leicht gestiegen um 4.000 auf 2,727 Millionen. Üblich ist im Juni aber ein merklicher Rückgang, bevor die Ferienzeit und damit die Sommerpause am Arbeitsmarkt beginnt. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,8%. Bereits in den zurückliegenden Monaten hatte die Konjunkturschwäche die Frühjahrsbelebung ausgebremst. Der US-Sportartikelriese Nike macht sich auf einen Umsatzeinbruch gefasst. Im laufenden ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 werde das Geschäft um etwa 10% schrumpfen. Für das Gesamtjahr rechne das Unternehmen noch mit einem mittleren einstelligen Umsatzminus. Dabei ist das Sportjahr 2024 geprägt von Großereignissen wie den Fußball-Europa- und Südamerika-Meisterschaften und den Olympischen Spielen in Paris. Doch vor allem im US-Markt kämpft Nike mit der Konkurrenz neuer hipper Marken wie Hoka On und On. Und auch gegen die Retro-Modelle wie Samba und Gazelle von Adidas hat Nike noch kein Rezept gefunden. Und das macht sich auch bei den AOK-Aktienkursen heute bemerkbar. Die Nike-Aktie im Frankfurter Handel kommt kräftig unter Druck. Adidas dagegen kann profitieren von der Schwäche des Konkurrenten. Puma wiederum wird von der Schwäche Nikes auch mit nach unten gedrückt. Der DAX heute kann Boden gut machen, ist leicht im Plus gestartet und kann jetzt inzwischen deutlicher zulegen, 0,7%. Wir warten heute noch auf den sogenannten PCE-Deflator, ein wichtiger Preis- und Inflationsindikator in den USA, der von der amerikanischen Notenbank sehr stark beachtet wird. Und deswegen erhofft man sich am Nachmittag dann daraus wieder Ableitungen auf die künftige Notenbankpolitik. Noch werden ja 2 Zinssenkungen in Amerika erwartet. Man wird sehen, wie dieser Preisdeflator ausfällt und wie dann die Zinserwartungen am Markt gehandelt werden, nachdem diese Zahlen auf dem Tisch sind. Und natürlich gibt es auch auf der anderen Seite auch noch Unsicherheit vor den Wahlen in Frankreich am Wochenende. Die macht sich heute aber im DAX nicht bemerkbar. Wir streben also ein Wochenplus an. Und Delivery Hero verliert überraschend seinen Finanzchef. Der tritt mit sofortiger Wirkung zurück und widmet sich neuen beruflichen Aufgaben. Man sucht einen Nachfolger. Die Aktie heute Morgen schon mal zeitweise 6%, über 6% im Minus. Aktuell noch ein Minus von 1%. Ja, es ist das Thema dieses Tages in der Politik. US-Präsident Joe Biden hat mit einem kraftlosen Auftritt beim ersten TV-Duell gegen seinen Herausforderer Donald Trump Zweifel an seiner Eignung für das Amt befeuert. Die Fernsehdebatte galt als Bewährungsprobe für den 81 Jahre alten Demokraten. Während des rund 90 Minuten langen Schlagabtausches verhaspelte sich Biden regelmäßig. Er sprach undeutlich, leise und mit rauer Stimme. Teilweise war es schwierig, ihm zu folgen. Biden verteidigte seinen Kurs in der Wirtschaftspolitik. Er räumte ein, dass durch die Inflation die Preise während seiner Amtszeit erheblich gestiegen seien. Aber er verwies auch darauf, dass er nach der Corona-Pandemie die Dinge wieder eingerenkt habe. Trump verbreitete erneut diverse Unwahrheiten und machte etwa falsche Angaben zu bestimmten Wirtschaftsdaten während seiner Amtszeit im Vergleich zu der von Biden. Eine Schnellumfrage des US-Senders CNN sah Trump eindeutig als Gewinner des Duells. Demnach votierten 67% der Befragten für den 78-Jährigen. Nur 33% sahen Biden als Gewinner. Und zu den wirtschaftlichen Folgen einer möglichen Wiederwahl Trumps begrüße ich Professor Jörg Rocholl, den Präsidenten der Hochschule ESMT. Herr Rocholl, Trump setzt ja unter anderem auf niedrigere Steuern und hohe Zölle. Was würde denn ein Trump-Wahlsieg dann für die US-Wirtschaft bedeuten? Wenn man sich die Situation anschaut und auch vergleicht die Programme von Biden und Trump, dann sind die Unterschiede vielleicht weniger groß, als man das denken könnte. Denn man sieht ja jetzt schon, dass die amerikanische Regierung auch unter Biden die Zölle auf chinesische Importe oder Importe aus China erhoben hat, dass man hier auch eine sehr stark auch protektionistische Elemente mit einbezieht.
Diese würden von Trump sicherlich fortgeführt. Das Thema China wird in beiden Fällen eine große Rolle spielen. Was allerdings auch klar ist, ist, dass im Falle Trumps die Volatilität oder auch die Unvorhersehbarkeit der Maßnahmen noch mal deutlich steigen würde. Aus dem Trump-Lager gab es ja auch schon Pläne, die US-Notenbank enger an die Kandare zu nehmen. Fürchten Sie um die Unabhängigkeit der Fed? Ja, es gibt eine Reihe von Vorschlägen, die man aus meiner Sicht nicht wirklich ernst nehmen kann. Dazu gehört die Notenbank, dazu gehört auch die Frage, ob man bestimmte Steuerarten abschaffen möchte. Ich halte das in vielen Fällen für Wahlkampfgetöse, insbesondere deshalb, weil die Folgen, die damit verbunden sind, nicht seriös kalkuliert sind. Und wenn man sie tatsächlich seriös kalkuliert, gerade bei der Frage der Steuern schnell zur Erkenntnis kommt, dass man die nicht so einfach mal eben durch Zölle ersetzen kann. Also das heißt, da wird irgendwann die Kraft des Faktischen überwiegen. Und im Außenhandel setzt Trump eben auf Zölle mindestens 10% insgesamt, gegen China sogar mindestens 60%. Welche Folgen würde das denn für die Weltwirtschaft haben? Ja, die Folgen für die Weltwirtschaft werden sehr negativ sein. Sie werden auch insbesondere Auswirkungen auf Europa haben. Denn gerade wenn, und das gilt für Biden wie für Trump, das Feindbild China immer weiter aufgebaut wird, dann wird das natürlich auch dazu führen, dass zum Beispiel jetzige chinesische Exporte, die in die USA gehen, eher nach Europa umgeleitet werden können. Also Europa muss sich deshalb auch vorbereiten, unabhängig davon, wer Präsident wird. Gerade auch dadurch, dass man Handelsabkommen mit anderen Teilen der Welt jetzt noch umso kraftvoller vorantreibt. Wie sehr könnte gerade die Exportnation Deutschland dann unter einem möglichen Präsidenten Trump leiden? Deutschland steht wie kein anderes Land für eine offene Volkswirtschaft. Deutschland lebt davon, sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite diese offene Volkswirtschaft immer weiter zu befördern. Und deshalb hat das ganz sicher Auswirkungen für Deutschland. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass man die Integration in Europa, aber gerade auch die Abkommen mit anderen Teilen der Welt, also man denke gerade an Mercosur, umso mehr vorantreibt, um gerade diese Exportindustrie weiterhin am Laufen zu halten. Führende Vertreter der Wall Street unterstützen ja Trump. Wird seine Politik den US-Börsen dann tatsächlich den erhofften Schwung verleihen? Ja, es gibt in der Tat einige Vertreter, auch führende Vertreter an der Wall Street, die diese Politik unterstützen. Gerade wenn es natürlich um geringere Steuern geht und andere Maßnahmen, die für Anleger und auch für Unternehmen zunächst positiv sind. Man muss nur andererseits auch betrachten, dass ja die amerikanische Staatsverschuldung schon jetzt sehr hoch ist. Und weitere Erhöhungen dieser Staatsverschuldung dann auch irgendwann mal Fragen nach der Solvenz des amerikanischen Fiskus nach sich ziehen werden. Also hier kommen eine ganze Reihe von Fragen auf, die wirklich erstmal seriös kalkuliert werden müssten. Und ich halte diese Freude einzelner Anleger daher für zu früh. Sagt Professor Jörg Rocholl. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön.